grüße euch. Mein Name ist der Hansi und heute möchte ich euch mit euch einen Kugelschreiber machen. Und zwar habe ich da noch, wenn ich das Regal gebaut habe, da habe ich ja noch das Holz, wo so schön vom Holzwurm durchwachsen ist. Ich kann es euch mal zeigen. Daraus möchte ich einen Kugelschreiber machen. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das geht. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ich habe jetzt vor, den rund zu drechseln. Dann mache ich das in das Magnesiumröhrchen da rein. Dann fülle ich das auf mit Epoxidharz. Dann kann sich da theoretisch vollsaugen mit dem Epoxy. Und das kann ich dann nachher wieder abdrechseln. Mal sehen, ob das geht, ob wir da einen schönen Kugelschreiber rauskriegen. Jetzt mache ich das zuerst mal rund. Und dann sehen wir weiter, ob das funktioniert. Weiß es nicht. So, also ihr seht jetzt, ist das schön rund, man sieht da schön die Löcher und jetzt müssen wir mal gucken, wahrscheinlich nehme ich den Teil, das sind mehr, da kommt wieder weniger, keine Ahnung. Ja, jetzt können wir mal reinschauen, da unten ist noch nicht fertig, das weiß ich nicht, keine Ahnung, wie bringen wir das auf, ist zu früh, jetzt müssen wir lieber noch einen Tag warten. Ich wäre es schön, wenn ich euch fragen könnte. Also jeden Fall an der Seite ist schon massig fest. Ich setze es mal unten auf und dann sehe ich ja. Manchmal ist eigentlich immer interessant. Dieses Mal sitzt nicht gerade, das ist schon mal ein bisschen schlecht, aber das können wir hinkriegen. Und da ist noch, das können wir eigentlich mal aufmachen. Ich bin da so ein, was hat man da, so ein ungeduldiger Mensch. Also ihr seht mal, bis jetzt, das ist eigentlich krumm und schief, hätte ich nicht gedacht, aber wie gesagt, das ist ja mein erstes, ich entschuldige mich immer, weil es mein erstes Mal ist, aber es ist leider halt so, aber man kann bestimmt was draus machen, also, das ist schon fast trocken, schauen wir mal, werde ich heute wahrscheinlich nichts mehr machen, aber morgen oder übermorgen können wir da schon rangehen. Die Idee, dann habe ich für einen Kugelschreiber reicht es. Hoffe ich mal. Ich kann es noch nicht sagen. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal was direkt machen. Also heute kann ich nichts mehr machen, das ist mir doch noch ein bisschen zu, ich sag mir da, zu gefährlich. Aber es könnte funktionieren. Schauen wir mal. Also wie gesagt, das habe ich jetzt rausgemacht, das steht ein bisschen schräg, aber jetzt gehen wir einfach mal auf die Drechselbank. Ich säge das hier nur ab, dass ich da die Länge habe, weil den unteren Teil werde ich wahrscheinlich nicht nehmen können. Probieren wir das jetzt einfach mal aus, ob das geht, was ich da vorhabe. Thank you.
So. Auf der einen Seite ist jetzt noch Dings da. Also ihr seht, hier ist noch gut, da muss ich noch ganz schön runter machen. Gut aus. Jetzt müssen wir bloß das absägen. Jetzt probiere ich da mal ein Loch reinzubauen. Schauen, ob das geht. Mit den Hülsen, jetzt müssen die da rein. Dann nehme ich einen PU-Kleber und setze es mir jetzt aber zuerst mal auf die Länge noch ab, dass es hier genau die Länge hat. Und dann klebe ich den rein, den PU-Kleber, mit dem Kleber. Und das andere reicht auch. Also da kann ich auch genau hingehen. Also machen wir da einfach den Kleber drauf. Aber da ziehe ich Handschuhe an. Der Kleber ist nämlich unangenehm und gibt furchtbar blöde schwarze Flecken. Die Sauerei ist das eigentlich auch, also muss ich schon sagen. Den klebe ich jetzt einfach so rein. Soll aber funktioniert mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Epoxy. Epoxy hat funktioniert. Da noch ein bisschen sauber machen. Das kann ich da durchstechen. So. Geht doch. Wir sehen, das ist jetzt ziemlich in der Mitte, die Löcher. Da kann ich also nicht beklagen. Aber natürlich habe ich jetzt hier. Doch, ich habe noch drauf. Da machen wir irgendwie einen Glanz drauf. Das mal sehen, was ich da mache. Jetzt machen wir zuerst mal den Kugelschreiber soweit fertig. Und dann kann ich auch noch mit Sekundenkleber arbeiten. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Das lassen wir jetzt auf jeden Fall mal trocknen. Und dann sehen wir weiter. Mal sehen, wie das wird. Ich habe jetzt da so ein Mantrell, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Köfferchen, das Original-Mantrell, damit kann man Kugelschreiber mitmachen und ja, so einfach so Hohlkörper oder so herstellen. Und das setzt man eigentlich auf, das ist relativ einfach. Machen wir hier los, dann kommt es nachher auf die so eins drauf. Dann mache ich wieder so eins zwischen rein. Dann mache ich das. Ich hoffe, dass es richtig ist. Das festziehen. Und so gehen wir dann jetzt auf die Drechselbank jetzt rüber.
Jetzt müssen wir es auch einfach nochmal einspannen, da wieder festdrehen. Und dann kann man das mal ein bisschen runterdrechseln. Ich weiß auch nicht, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Aber es wird schon irgendwie gehen. Ganz fein drüber. Das sind wir. Wir müssen wieder bis reicht. Das ist 400er. Machen wir erst mal das eine und dann das andere. Ein bisschen Aktivator, bis es gleich fest wird. In der Zeit kann ich den anderen machen. Die meisten Löcher sind schon zu, also da darf ich mich nicht mehr beklagen, das ist ganz okay. Jetzt werden wir gleich sehen, ob wir schleifen müssen oder nicht. Es kommt so rein. Dann wird es so verpresst. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dieses Teil noch so. So müsste es funktionieren. Dann kommt das da rein, der kommt dazwischen und der wird oben drauf gesteckt. Jawohl. Dann machen wir noch ein paar schöne Aufnahmen, aber ich denke, das ist gar nicht schlecht geworden.
feel a little bit emotional. I feel a little bit emotional, yeah. And if you ask sincerely how I feel, I'll tell you the truth because the feeling's real. I feel emotional, yeah. Let me express it with my guitar. Jetzt hoffe ich, dass euch mein Filmchen gefallen hat und vielleicht auch eine Möglichkeit, so einen Kugelschreiber herzustellen. Einfach mit dem Epoxy und ein spezielles Holz nehmen, das da eintauchen. Natürlich kann man die Pins auch kaufen, fertig. Aber ich dachte, das geht auch mal ganz gut so, ohne mal was Neues ausprobieren. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss, macht's ganz gut. Euer Hans. Röckchen nicht vergessen. Tschüss.